So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Für mich ist es wieder lange, 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 lange her, dass ich gespielt habe. Muss überlegen, was ich vorbereitet habe und was ich euch schon gezeigt habe. Ich muss mal überlegen. Also auf jeden Fall, ich wurde gebeten, den Eldritch Garden einmal aufzunehmen, wenn er denn wieder auftaucht. Ja, dummerweise ist er nicht wieder aufgetaucht. Das war ja irgendwie klar, ne? Aber wenn er wirklich kommen sollte nochmal, dann werde ich ihn auf jeden Fall kurz aufzeichnen. Irgendwie will er jetzt nicht mehr so wirklich. Ja, war ja klar, ne? Naja, ist ja auch so geil. So, wir wollten, glaube ich, die Mobfalle bauen, weil das Ritual hatten wir ja gemacht. Wir sind ja endlich mal gestorben. Ah, danke. Naja, gut. Mobfalle und unsere Baumfarm, ne? Denn ich wollte ja den Card of Kamera bauen lassen. Der ist inzwischen fertig. Hier haben wir auch das gute Stück. Ich hole den jetzt mal raus. Der muss jetzt quasi noch auf Schienen rumgurken und das müssen wir auch noch aufbauen. Also haben wir ein bisschen was zu tun. So, den Autospawner habe ich hier schon mal für unsere Mobfalle. Aber mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, Kabel vorzubereiten. Das war ja natürlich wieder typisch. Das war wieder typisch. Lass mal gucken. Conduit, ne? Ich will die nämlich mit Ender.io versorgen. Da brauche ich ein paar Dinger von den Kram hier. Am besten nehme ich die hier. Und ich habe natürlich wahrscheinlich keine Energetic Alloys vorbereitet. Wie gehen die überhaupt? Glowstone. Gold, Redstone. Ja, ich habe noch nicht mal den Conduit Binder. Was ist denn das für ein Kram? Ich habe gar kein Leben. Oh Mann. Ja, sieht man mal, wie gut ich vorbereitet bin. Nämlich gar nicht. Aber, naja. Seid nachsichtig. Naja, gut. Zack, rein damit und dann. Hat sich der Käse gegessen, so. Einfach wohl, kommt das mal raus. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. So. Oh, jetzt kribbelt meine Nase nicht kribbeln. Nein. Nee. Na gut. So. Dark Steel bin ich immer noch schön am Machen. Das ist relativ weit gekommen, ne? Haben wir einiges auf Lager. Da können wir auch bald loslegen. So. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Mist. Ist ja belegt. Machen wir das jetzt. Zack, 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 rausholen. Zack, 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 rausholen. Und zack, reintun. Ne, das gucken wir dann mal. Und dann hier zack, zack, zack wieder drauf. Schön. Okay. Ja, Nase, jetzt beißt sie. Das ist ja furchtbar. Okay. Conduit. Okay, dann können wir vielleicht jetzt doch nicht die Mobfalle bauen. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten. Ich habe es ja vorbereitet. Ich zeige euch das gleich auch mal. Ich hätte gern aber noch ein paar Kisten. So. Na, denn ich will auch die hier benutzen. Pulsaring, Item, Iron. Eisen und Enderperlchen. Ich weiß gar nicht, wie gut ist man eigentlich mit Enderperlchen bestückt gerade. Oh, ich benutze die Kohle in der Tasche. Also, dass auch da reinkommt. Deshalb. Na gut.
Wo war ich denn geblieben? Wohl sagen, genau, haben wir eigentlich sowas schon irgendwie mal gesammelt oder so? Da sind Ingots, da sind Ingots. Das müsste ich echt mal langsam, langsam aber sicher sollte ich das mal. Irgendwie in den Computer räumen. Da haben wir auch ein bisschen was davon. Redstone Alloys. Okay, das packe ich am besten alles mal. Da, wo es hingehört, in den Computer. Das ist natürlich typisch. Das hätte ich eigentlich alles schon machen können. Ich honk. Naja, gut. Aber wir machen das jetzt einfach mal kurz. Obwohl, kurz ist das auch nicht, das dauert wieder ewig. Die Maus klickt so laut. Klick, klick, klick. So, okay, aber jetzt. Jetzt kann ich gucken. Bull. Bull, Sahi, Iron. Guck mal, da haben wir sogar zwei. So. Dann, okay, davon habe ich immer noch nichts. Schade. Ich weiß nicht, ob die reichen für die Mobfalle, deshalb lasse ich es lieber und gehe doch lieber gleich auf diese. Glowstone. Glowstone Gold. Und was war das noch? Redstone. Redstone. Okay. Runter, runter, runter. Zack, zack, zack. Nein. So. Ist ein ganzer Sektor davon übertrieben? Können wir vielleicht nur einen halben? Ein Viertel. So. Okay. Wird das immer reichen für den Anfang, ne? So, Fluid Conduit, die funktionieren quasi nur, wenn quasi die Schwerkraft mithilft, ne? Also unnatürliche Flussrichtung geht natürlich, also nach oben pumpen geht nicht. Also kann ich die hier größtenteils vergessen. Aber teilweise könnten sie auch funktionieren, aber nur teilweise. Ich will es nicht riskieren. Deshalb mache ich gleich hier den Pressurized. Die sind dann in dem Fall besser. Halt Fused Quartz und dann weiß ich auch die Sache. So. Gut. Machen wir hier so, was wir machen können. Es könnte reichen, es könnte reichen. Dann mache auch mal die hier. Könnten auch ausreichen. Gut, dann fehlt ja jetzt nur noch unser Energieding. Nicht ganz. Wir brauchen die hier auch noch. Aber die reichen auf jeden Fall. Aber ich habe gar keine Lampen vorbereitet, oder? Habe ich Lampen vorbereitet? Shit, habe ich nicht. War ja klar. Na gut, ich muss ja nicht in Betrieb nehmen. Dann kann ich. Können wir die auch noch vielleicht machen? Hier. Energetic Alloy, da kann man schon mal ein paar machen. Na ja, gut, das wird hinten und vorne nicht reichen. So 8 Stück, nee, das reicht noch nicht. Na gut. Mach erstmal hier weiter. Gut, dann. Macht denn der hier? Na gut. So.
Okay, schauen wir mal, was wir denn so verbrochen haben. Mal gucken. Nein. So, nicht überraschen, es hat sich ein bisschen was getan. Vor uns hat die Askra uns das Bauernhaus das Haus gebaut. Das ist sowieso eigentlich nur zur Deko quasi. Also gehen wir mal gucken. So, wir sind hier quasi. Och, es leckt. Nein, jetzt geht's wieder gut. So. Also, okay. Ja, den Grundriss habt ihr ja schon gesehen. Jetzt haben wir hier ein bisschen was stehen. Ich mache mal einen kurzen Rundgang. Das hier ist ja die Deko-Bench. Die kennt ihr aus Deko-Kraft. Die muss man halt mit verschiedenen. Ich kann es ja mal gucken. Kann es gerade mal zeigen. Deko-Kraft. So. Die ganze Deko, die haben alle keine Rezepte. Ne? Die muss man in dieser Bench herstellen. Ne? So, die Bench macht man einfach so. Das ist einfach nur eine Crafting-Table mit diesen dreifarbigen Popeln. Die macht man halt mit der Farbe und Sand und Erde. Die sind alle so. Ja, genau. Farbe, Sand und Erde. Farbe habe ich angebaut, haben wir ja schon gesehen. Also alles kein Problem. So, diese komischen Farbpopel, die schmeißt man dann hier rein, dann wird das hier aufgefüllt, die Farben. Und dann kann man sich die da Sachen hier einfach raussuchen. Einfach raussuchen und rausholen. So, okay, fangen wir mal an. Das Badezimmer. Ich hatte mal Freunde von mir haben sich immer beschwert, warum ja, großer Imperator von einer großen Welt, großmächtig, aber er hat kein Klo. Ja, gut, jetzt haben wir eins. Jetzt können sie nicht mehr meckern. Naja, okay. Das sind übrigens die Paintable Blocks von Ludblocks. Die funktionieren einfach so, dass man die einfach bemalen kann. Das hier ist ihre normale Farbe, also wie die Blöcke halt aussehen. Auf der Rückseite sind sie jetzt halt nur bemalt mit der Textur von dem Holz. Das funktioniert auch ganz einfach mit hier den Block Painter. Hier die Paintable Blocks, das ist so ein Quarzblock mit Wolle drumherum. 16 Stück. Der Painter hier ist auch einfach nur Wolle, Eisen. Das sind die Paintable Blocks als Sticks gemacht. Und noch ein bisschen Eisen. Das Ding nimmt man einfach in die Hand. Und hier rechtsklickt. Ne, Shift-Rechtsklick, genau. Und dann nochmal rechtsklicken, hier das Bemalen. So. So einfach ist das. Haben so manchmal ihre Vorteile, ne? So, wo war das jetzt drin? Hier. Okay. Gut. Was haben wir hier? Ah, das Schlafzimmer mit einem Bärenfell. Den habe ich mit bloßen Händen erledigt. Ja, Spaß. Na gut. Eigentlich müsste hier noch ein Deko-Kraftbett hin. Mal gucken, vielleicht machen wir das auch noch. Das ist nicht meine Arbeit diesmal. Nicht meine Arbeit. So. Das Wohnzimmer. Tisch, Stühle. Oh, ein Aquarium. Na dann. Mülle. Was läuft hier? Programmierung? Keine Ahnung. Irgendwas. So. Das auch. Was haben wir noch? Die Küche, genau, ganz wichtig. So ein schönes Frühstück wäre jetzt was passendes.
einen leckeren Apfelbananchen. Nein. Total, naja, gut, würde ich auch essen.